So Leute, Ja. bin unterwegs, zeige euch halbwegs was von der Gegend, wo ich wohne. Nein, ich wohne nicht auf der Baustelle. Und ja, ich mache mich zum Affe für euch, weil keine Ahnung, was die Leute sich denken, wenn sie uns sehen, wenn ich rumgehe und film und red. Aber soll's. Ja, jedenfalls, da wird gebaut. Okay. Also jetzt wird gerade nicht gebaut, aber das Baustelle. Da sieht man gerade jetzt nicht so ganz, was da Handy, fokussierst du bitte? Fokussierst du da? Okay, ja. Jedenfalls dort ist Baustelle drin. Keine Ahnung, was mein Handy derzeit hat. Wartet, ich probiere mal mit Linse putzen. Okay, auch nicht wirklich besser. Was soll's? Ja. Hier, Hinweistafel und die Sachen, was da gebaut wird. Bringt sich viel, wenn man nicht dazu kommt, das zu lesen. Ich meine, es geht, ja, das Kleingedruckte, ja. Tun wir das den Leuten knapp halb Meter und so davor, können sicherlich lesen. Kommt mir so vor, als wäre ich beim Angas. Bitte lesen Sie die oberste Reihe vor. Ja, wie, wenn das so klein ist? Vollidioten. Ja. Dann gehe ich mal jetzt zum Park. Ja, Nikola hat zu mir gemeint, wo mich vorhin angerufen hat, mein Video das schauen soll, dass das Video nicht zu lang dauert, weil ja, nicht, dass die Leute. Was war das gerade? Okay. Jedenfalls, dass ich nicht die Leute langweile. Und ja, und jetzt gehen wir mal über die Straße, dann ist es grün. Okay. Was ist? Ah, Erasmus Party Night ist bei Ride Club. Okay. Ja. Durch den U-Bahn-Dings dort und unter die Brücke durch. Ach, nicht mehr U. Ach, keine Ahnung. U-Bahn-Dings da rum. Ein Tipp, den nicht jeder kennt, die Türen, das sind offen seitlich. So wie da. Falsch. Ja, so. Okay. Und ja, es ist rot, aber ich warte noch. Kurz Linse sind fürs Treppel vielleicht, beziehungsweise es nieselt oder sowas. Und ja. Oder ich fahre mit der Neid. Nee, ich meine, ich kann eh auch zu Fuß zum Jagenpark. Also ich fahre mit dem N35 jetzt zwei Stationen hoch. Von der von Nussdorfstraße. Sechs Stationen. Aber die Nightram würde auch erst in 4 Minuten hochfahren. Denn derzeit bin ich schon fast oben. Also ja. Und so seht ihr auch halbwegs mehr. Weil wenn ich im Autobus bin, hier, keine Ahnung, ob das wirklich großartig reden würde. Höchst nur, ja, ich sitze im Autobus und die Leute schauen mich an, weil ich da rede und ja, keine Ahnung. Aber was? What ist hier passiert? Schaut euch das mal an, Leute. Irgendwas hängt im Baum. So Müllsackenmäßig sieht das aus. Und beim Maschendrahtzaun, beim Friedhof hängt irgendwas Folienmäßiges. Nicht vor, ja, keine Ahnung, so Sackerl oder irgendwo, keine Ahnung. Ja. Und mein Hus rutscht. Höchst interessant, Leute, wisst ihr? Na, halt, ja. Ja, ich bin jetzt auf dem Weg zum Park. Und ich hoffe, dass euch halbwegs
gefällt auf dem Weg zum Park. Aber ja. Und ja, sozusagen abhängen mit mir, da herumspazieren. Die Idee zum Video hatte ich so dadurch, weil, ja, so sind ein paar von euch zumindest, falls ich rausgehe oder weiß nicht, also falls was unternehme, wohin ich hingehe und so, obwohl das eigentlich unterschiedlich ist. Aber dachte ich euch mal, zeigt mal, meist wo ich hingehe, falls überhaupt was aber auch nicht häufig ist, kommt drauf an. Und ja, und das Nikola auch, das sieht halt, weil ja. Also, dass überhaupt fast alle von euch da so mal sozusagen dabei sein können. Ja. Ah, cool. Da geht es um Esperanto. Davon habe ich eh mal gleich gehört, wegen dieser Idee, dass mal eine Sprache weltweit Sprach wird und das Esperanto ist gleich. Verdammt. Okay. Warte, wiederholen, diese einstündigen Einführungen. Braucht man, denkt man, nicht für eine weltweite Sprache meist noch die. Ich habe mich früher nicht informiert, aber ich habe mal halt drüber was gehört. Wegen Esperanto, ich glaube, falls das war. Eher halt wegen gleich eine Sprache, die nicht jetzt wirklich die anderen Sprache ersetzt sollte, aber halt eine Sprache, eine sozusagen wirklich weltweit Sprache, wo überall auf der Welt gesprochen wird, nur eine Sprache und diese. Und ja. Aber ist auch was, überlege ich, ob vielleicht hingehe. Ah ja, so, dann gehen wir jetzt mal ein paar. Ja. 7 Minuten, sowas, 6:30 geht noch. Denkt mal, euch wird nicht langweilig. Eine Info dazu, zu dieser Stelle hier. Fragt euch jetzt vielleicht, was für eine Info willst du uns zu dieser Stelle sagen? Jedenfalls zur Info bin ich mir angepackt. Tu gerade da, das Lämpchen da. Ja, sieht man gerade nicht so ganz was. Hier stand früher mal Pissoir, also Klo halt von Währinger Park. Pissoir mit 2 Toiletten. Also ein Pissoir. Und 2 Toiletten, also 2 Sitzklos, besser gesagt. Also Toiletten halt. Ja. Nur ist die Frage, wo sollen wir jetzt im Währinger Park falls aufs Klo gehen? Okay, meist im Winter waren die Toiletten geschlossen, wegen so Winterpause, Wintersperrmäßig, aber Pissoir war offen, eher. Aber trotzdem, keine Ahnung, wo das Klo hinkommt. Bin da mal durch den Park spaziert, denk mir, okay, war nicht mal Klo und, ja, keine Ahnung, was damit aufhört. So, dann drücke ich mal auf Pause. Und ja. So Leute, bin jetzt gerade beim Skaterpark, bei Wergenpark, also ja, ich bin davor. Wurde vor einigen Wochen erneut, ist schon, denk mal, fertig, beziehungsweise fast fertig. Und ja. Keine Ahnung, ob es fertig ist oder nicht, aber für mich sieht es fertig aus schon. Wenn möglich, dass noch ein paar Feinarbeiten sind, weiß nicht noch. Keine Ahnung. Ja, ich meine, ich kann nicht wirklich Skateboard fahren, aber ja, ich finde schon Skateboard toll und so, Skaterparks. Und ja, wenn es mal offen hat, der Skaterpark, also am Tag ja dann bald, halt schon fertig ist, baut halt das Skatepark, gucke ich mal vorbei. Und ja, kann euch mal was zeigen davon.
Dann ja. Geh mal ins Haus oder nicht? Weiß gerade nicht mehr. Puh. Ja, machen wir so das Häuschen als Abschluss. Weil ja, nicht, dass euch langweilt. Was ist da vorne los? Okay. So Reflexion oder was? Ja. Okay. Wir schauen vorne eine Reflexion von Scheinwerfern von einem Auto. Aber ja. Ja Leute. Keine Ahnung. Aber jedenfalls gehen wir ins Häuschen als Abschluss. Tut mir leid, wenn das Video halt etwas über 5 Minuten dauert. Aber ja. Schauen wir mal. Okay, das ist eh keiner, weil mal schläft aber. Das eh auch keiner passt. Da ich bisher gleich noch keinen Schlafzimmer drin. Ja, aber irgendwie bezweifle ich fast, dass jemand jetzt bei den Temperaturen dort drin schlafen wird oder hier voll. Ich meine, vielleicht also mit Bettdecke und sowas bezeugt, falsch schon, aber keine Ahnung. Aber was nicht, gibt es einiges. Abmachen. Okay, dann brauche ich jetzt eine Zigarette und red noch. Halbwegs fast einiges. Bin auch lustig. Ja. Und dann gehe ich halt wieder nach Hause. Denk mal. Die Info tut mir leid, wenn jetzt vielleicht jetzt gerade nicht so aufwendig ist. Aber das ist einer der Gründe, warum es toll ist in der Nacht, beziehungsweise am Abend, eigentlich jetzt schon Nacht. Eigentlich besser gesagt sogar noch früh. Weil es 2 Uhr irgendwas in der Früh ist. Und ja. Und wie ihr merkt, ist es hier ruhig, aber das liegt auch teilweise dran, da ja so herbst-wintermäßig ist, die Temperaturen niedriger sind als im Sommer, weil im Sommer zum Beispiel oder beziehungsweise fast wo es Herbst wurde, kann mich noch erinnern, waren halbwegs mehr Leute da als jetzt. Ich bin die einzige Person im Park, Leute. Also bei diesem Teilpark, weil Wagenpark ist schon halbwegs größer, aber jetzt nicht so groß wie der Türkenschanzpark. Aber bis dann Satznachricht, der Türkenschanzpark ist groß, also ist schon genial. Der Türkenschanzpark hat sogar mehrere Eingänge. Und das Geniale ist, man kann mit, weiß gerade nicht noch die Buslinie gerade auswendig, aber vom Wernpark um, wo die Autobusstation ist, mit einer der Autobusse sogar bis zum Türkstanzpark fahren. Also hat man sozusagen 2 Parks zum Rasen und braucht nicht wirklich lang, kann man ruhig entspannt mit dem Autobus hochfahren, falls der Autobus noch fährt. Aber ich fahre jetzt nicht Türkstanzpark und ich weiß nicht, ob die überhaupt offen hat, aber ich glaube nicht, ich weiß nicht. Aber ja, aber Wernpark hat offen, weil da jetzt nicht wirklich so wie bei manchen Parks gibt, was so zum Absperren. So Tordings da oder irgendwas. Und ja. Aber beim Türkenschanzpark gibt schon sowas, aber heißt jetzt nicht gleich, dass sowieso nicht, weiß ja nicht mehr. Jedenfalls Wernpark ist näher. Also bei mir in der Gegend. Aber beim Türkenschanzpark, da wird zu Fuß, weiß nicht, schon halbwegs länger gehen. Und ist auch irgendwo in der Gegend von dem Kreisverkehr, also wenn dort Bus hochfährt, das ist so kreisverkehrmäßig und ja. Ja, man hört jetzt da höchstens die Umgebung so Autogeräusch und Autobus. Man hört dort, ja, irgendwie sowas. Ja.
Ich hoffe, das Video fällt euch auch, wenn man jetzt gerade eigentlich nicht wirklich was sieht. Ja, es ist hier schon halbwegs dunkler, aber auch jetzt nicht so dunkel. Ja. Aber zum Abhängen passt, finde ich. Ja, ich meine, die Temperaturen jetzt. Okay, es geht noch, finde ich. Also es geht. Ja. Also geht noch halbwegs, finde ich. Aber ich bin jetzt auch gerade nicht jetzt so bepackt, nicht bepackt, was redet, nicht so zu, ach, zugekleidet halt. Aber es geht noch, finde ich. Aber kommt auf Personen an, ob es geht. Manche finden das, würden das jetzt gleich vielleicht kalt empfinden oder kühl oder keine Ahnung. Ich meine, bin auch nicht der wenig Leute noch damit Weste rumgeht. Meist noch jetzt ist noch Nacht und da denkst du mal, da sind Temperaturen noch kühler, weil selbst in der Wüste ist meist am Abend in der Nacht halt, beziehungsweise in der Früh halt, also so nach Mitternacht irgendwann früh, kühler als am Tag. Und am Tag ist schon meist kühler, also es geht noch, finde ich, von Temperaturen her. Mit der Zigarette bin ich eh fast fertig. Dann gehen wir mal weiter. Eigentlich endet das Video jetzt nicht eh gleich. Guck, ob ich nichts vergessen habe. Nichts vergessen. Was bist du? Schaut, Leute, das ist eine Krake. Nee, kein Sorge, das war nicht Krake, das war ich. Da, eine Krake. Oh nein, eine Krake. Mein Handy fokussiert gerade nicht. Okay, jetzt auch nicht so ganz, so wie es geht. Und das Bad vielleicht, beziehungsweise das Niesel gleich. Das Niesel, besser gesagt. Und ja, okay, Video, sagen wir Video halt dauert um 20 Minuten. Machen wir auf 20 Minuten sowas und dann höre ich halt auf zu filmen. So wie für das Video jetzt. Und ja, ein Teil vom Jurgenpark, jetzt nicht so viel vom Jurgenpark, weil Jurgenpark ist schon größer, aber ist schön, finde ich, der Jurgenpark. Jedenfalls frage ich mich ja wirklich, was mit der Toilette passiert, also mit Pissoir und so, also halt mit dem Klohaus passiert ist, aber ja, okay, schauen wir mal, 19 Minuten ist gerade so, ja. Tut mir leid, Leute, falls jetzt gerade nichts so interessant ist, beziehungsweise nicht interessant war. Ja. Falls jetzt weiß nicht noch, was erwartet, tut es mir leid. Ja. Weil jetzt vielleicht gerade jetzt nichts wirklich Großes passiert. Aber ja, macht nichts. Also mich stört es gerade nicht. Also ich finde es toll. Man spannt halt. Ja. Weil wenn es halbwegs auch gut ist und so. Sind von manchen, glaube ich, in der Nacht geht es mir zu oder irgendwas. Kommt aber auch drauf an. Auf die Gegend und so. Aber hier jetzt zum Beispiel gerade nicht so abhängig auf Jahreszeit bzw. Temperaturen und so. Wäre im Sommer dann wären halbwegs mehr Leute unterwegs.
Und ja. 20 Minuten schon. Okay, und ciao.